Herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Hier geht es jetzt um den souveränen Umgang mit Angebern. Ich möchte Ihnen dazu gerne die Hintergründe erläutern und dann gebe ich Ihnen 5 gute Tipps, wie Sie den Protzern Paroli bieten können. Haben Sie das auch schon mal gedacht? Mann, der oder die gibt aber fürchterlich an. Ja, überall begegnen uns Menschen, die uns wissen lassen, wie großartig sie sind und was sie besitzen und was sie alles erreicht haben. Sei es nun, dass das jemand in der Nachbarschaft ist oder im Freundeskreis oder unter Verwandten, gerne auch im Job oder auf einer Party oder im Fitnessstudio. Also überall stoßen wir auf Angeber und Angeberinnen. Aber trotzdem Vorsicht! Nicht jeder, der positiv über sich spricht, ist auch schon gleich ein Angeber oder eine Angeberin. Denn manches, was möglicherweise als Angeberei aufgefasst werden könnte, entsteht einfach aus Freude. Ein Beispiel, die Frau, die als einzige unter vielen Bewerberinnen den begehrten Job bekommen hat, die jetzt also freudestrahlend erzählt, da waren so viele und die haben ausgerechnet mich genommen. Oder der Mann, der sich ein tolles Elektroauto gekauft hat und ganz begeistert davon ist, wie gut das Teil fährt. Oder die Mutter, die so glücklich ist, dass ihr Sohn sein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen hat und die das also jetzt jedem erzählen muss. Übrigens, mein Sohn, der hat wirklich sein Examen mit 1 bestanden. Also, da möchte ich mal sagen, zunächst, jeder Mensch hat ein Recht darauf, Dinge oder Eigenschaften mitzuteilen, auf die er stolz ist. Es kommt eben nur auf die Art und Weise an. Sie können den Unterschied zu purer Angeberei ganz gut spüren. Wir sind da sehr empfindlich und sensibel, um den Unterschied wahrzunehmen. Wenn Ihr Gegenüber begeistert ist, und das aus einer Begeisterung kommt, dann sehen Sie das einfach auch in seinen Augen. Sie sehen das Strahlen, Sie sehen das Lächeln. Und so etwas, das animiert eher zum Mitfreuen als zur Ablehnung. Und es kann aber auch sein, dass es sich bei etwas, was vielleicht wie Angeben aussehen könnte, so bei einer Aufzählung, auch um eine nützliche Information handelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Beginn sage, ich bin Diplompsychologin, Coach und Buchautorin, dann sage ich das hier wirklich nicht, um zu zeigen, was ich alles bin und kann, sondern damit Sie von meiner Ausbildung und Berufserfahrung her zu mir Vertrauen haben, damit Sie wissen, dass es jetzt hier nicht Feld, Wald und Wiesenweisheit. Anders ist es bei Angeberei. Da ist der Motor weder Freude noch Information, sondern da will sich jemand beeindrucken oder neidisch machen oder erwartet von Ihnen Applaus. Ich möchte Ihnen hier gern mal die 5 häufigsten Angeberkategorien nennen. Dann wird Ihnen wahrscheinlich auch gleich jemand einfallen, der damit immer gerne protzt. Also das erste ist Besitz. Womit man im Punkto Besitz prahlt, das hängt ganz von der sozialen Gruppe ab, die man beeindrucken möchte. Das können genauso gut ein paar neue Sneakers sein, wie die Villa in der Toskana. Also Sie kennen ja sicher auch diese berühmte Formel, die auch mal gerne in der Werbung benutzt wurde. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Übrigens auch die Familie kann als Besitz betrachtet werden, wenn man dann also ständig von seinen gut geratenen Kindern oder Enkelkindern erzählt. Ein weiterer Bereich, mit dem man so schön angeben kann, sind die sozialen Kontakte. Also man kennt jemanden, der einen gewissen Berühmtheitsgrad hat und der Glanz dieses VIPs färbt dann auf einen selber ab. Dazu gehört auch das Name-Dropping, dass man also erzählt, wie man alles kennt. Oder dass man sowas fallen lässt wie, ach, wir waren übrigens neulich beim Bürgermeister eingeladen. Auch Geschichten, in denen man sich als überlegen erweist, die können auch ganz gut zum Angeben dienen. Oder wo man es mal jemand so richtig gezeigt hat. Oder vielleicht auch, wenn man mit seinem Wissen glänzt und die anderen alt aussehen lässt. Dann Leistungen und Fähigkeiten. Da wird vor allen Dingen gerne mit Abschlüssen und Highlights im Lebenslauf geprotzt. Ja, und dann natürlich auch noch physische Attraktivität.
die zeigt sich oft so als eine optische Angeberei. Man zeigt seinen durchtrainierten Körper oder betont seine schlanke Figur auch mit ganz hautenger Kleidung. Oder manche Frauen, die ihre wunderbare Lockenmähne immer so zurückwerfen. Also auch so etwas kann noch unter Angeberei vermerkt werden. Oder auch, wenn jemand so einfach so fallen lässt, ach übrigens, neulich hat mich jemand gefragt, ob ich Model wäre. Das sind also so richtig klassische Angeberbereiche. Aber es gibt da auch noch die Bescheidenheitsvariante. Da wird nicht so plump angegeben, sondern man macht das so ein bisschen versteckter. So nach dem Motto, ach, tut mir leid, aber ich bin so toll. Ne? Etwa, wenn sich ein Mann beschwert, also es ist wirklich lästig. Also ständig rufen irgendwelche verliebten Frauen bei mir an. Ich glaube, ich muss mal meine Telefonnummer wechseln. Die Botschaft ist, die bei Ihnen ankommen soll, ich bin ein toller Hecht. Oder die Geschäftsfrau, die stöhnt, ach, Wahnsinn, also die Kunden laufen mir ja förmlich die Ladentür ein. Also die könnten auch mal zur Konkurrenz gehen, aber die wollen unbedingt zu mir. Die Botschaft, ich bin die Nummer eins in der Branche. Ja, also das sind so die Felder, auf denen sich Angeberei, denen Angeberei so richtig blüht. Doch schauen wir uns auch mal die Ursachen für die Angeberei an. Die erste Ursache ist unsere Gesellschaft. Beruflich und privat werden immer größere Anforderungen an eine Person gestellt. Um seinen Platz zu behaupten, in der Clique oder im Beruf, und um respektiert zu werden, da greifen viele Menschen zu einer übertriebenen Selbstdarstellung. Und wer da nicht mitmacht, der wird eventuell geringer geschätzt. So habe ich es übrigens kürzlich selbst erlebt. Ich nahm mit einigen anderen Referentinnen und Referenten an einem Online-Kongress teil. Und dazu sollte man den Veranstaltern im Vorhinein seine Berufsbezeichnungen mitteilen, mit denen man da vorgestellt werden möchte. Und die sollten dann später für die Kongressteilnehmer aufgeführt werden. Und ich nannte unter anderem, weil das ja auch eine meiner Tätigkeiten ist, Buchautorin. Und als ich später die Bezeichnungen sah, die sich die anderen Referentinnen und Referenten gegeben hatten, da musste ich schmunzeln. Alle außer mir hatten sich als Bestseller-Autorin oder Bestseller-Autor bezeichnet. Dabei wusste ich von einigen, dass sie erst ein einziges Buch verfasst hatten. Mir wäre es gar nicht in den Sinn gekommen, mich selbst so zu nennen, obwohl ich durchaus einige Bestseller geschrieben habe. Es ist die Frage, ob man es sich heutzutage leisten kann, auf eine gewisse Angeberei zu verzichten. Jedenfalls der Grad zur selbstbewussten Darstellung ist in unserer Gesellschaft sehr schmal. Es will also überlegt sein, wo man es tut und wo man es nicht tut. Die zweite Ursache, die aber sicher noch häufiger der Fall ist, ist mangelndes Selbstbewusstsein. Also oft hat derjenige oder diejenige, die so angeben müssen, einen Mangel an Wertschätzung und Aufmerksamkeit in der Kindheit erlebt. Und das kann dazu führen, dass man dann später aus einem Minderwertigkeitsgefühl heraus angibt, um das zu kompensieren. Und die Person sucht dann auf diese Weise die Anerkennung, die sie früher nicht bekommen hat. Hier trifft das Sprichwort zu, wer angibt, hat's nötig. Ja, hat er. Für den Aufbau seines geringen Selbstwertgefühls. Nur merken die Angeber leider nicht, dass sie nerven und dass sie andere damit ärgerlich machen. Denn hinter Angeberei steckt oft auch eine Abwertung des Gegenübers. So nach dem Motto, ich kann mir etwas leisten, das du nicht bezahlen kannst. Oder ich bin besser ausgebildet als du. Oder ich habe bessere Kontakte als du. Oder ich bin beliebter oder ich sehe besser aus als du. Von daher ist es für die eigene Psychohygiene wichtig, sich dagegen zu wehren. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne 5 Tipps geben, was Sie gegen Angeberei tun können. Mein erster Tipp ist, fragen Sie nach. Angeber übertreiben gerne. Mit gezielten Fragen lässt sich aber die Luft aus dem Ballon holen. Fragen Sie zum Beispiel den Mann, der angeblich von vielen Frauen angerufen wird,
Ach, sag doch mal, wie viele Frauen waren es denn genau in dieser Woche? Oder auch Angeberei im Beruf können Sie auf diese Weise entlarven. Lassen Sie sich ganz genau die Fakten nennen, dann wird es meistens für den Angeber oder die Angeberin ziemlich schwierig. Also das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist, schweigen Sie. Wer angibt, will Applaus provozieren. Er erwartet eine Reaktion von seinem Gegenüber, sei es jetzt Erstaunen oder Neid oder Bewunderung. Und wenn Sie schweigen, dann nehmen Sie ihm die Plattform, die er braucht. Schauen Sie ihn einfach an, Ihr Gegenüber, ausdruckslos und sagen Sie allenfalls, aha oder wie schön für Sie. Also auf diese Weise prallt die Angeberei regelrecht an Ihnen ab. Mein dritter Tipp ist, lenken Sie ab. Gehen Sie gar nicht auf den Inhalt der Angeberei ein, sondern schneiden Sie einfach ein neues Thema an. Ach, sagen Sie mal, haben Sie auch schon gehört, dass neuerdings, und dann kommt eine Story, die Sie wichtig finden, oder erwähnen Sie einfach etwas aus der Umgebung. Ach, schauen Sie mal da hinten, da, ne? So. Und schon sind Sie aus dem Angebermodus ausgebrochen. Viertens, reagieren Sie mit Ironie. Wenn Sie mit dem Angeber oder der Angeberin auf Augenhöhe sind, dann können Sie zeigen, dass Sie die Angeberei als solche durchschauen. Sagen Sie zum Beispiel mit einem Lächeln, ach, jetzt haben Sie mich aber sowas von neidisch gemacht. Oder sagen Sie so süffisant, ach, wissen Sie, ich bewundere, wie Sie das hinbekommen haben. Oder, ach, Sie Armer, das muss wirklich anstrengend sein, so beliebt zu sein. Nicht? Aber das ist, passt wirklich nur, wenn Sie mit jemand auch auf Augenhöhe sind. Ich würde es nicht unbedingt im Beruf mit Vorgesetzten probieren. Mein fünfter Tipp ist, haben Sie Verständnis. Sie wissen ja, wer angibt, hat es nötig. Also ärgern Sie sich nicht so über die Schaumschlägerei, sondern nehmen Sie sie als Zeichen dafür, dass jemand offenbar ein sehr geringes Selbstbewusstsein hat. Und da können Sie sich auch gerne ein bisschen überlegen fühlen. Eine Ausnahme gibt es allerdings, wenn die Angeberei dazu dient, Sie klein zu machen, dann sollten Sie kein Verständnis haben. Dann halten Sie dagegen, indem Sie die Angeberei als solche auch benennen. Etwa so, ich empfinde das jetzt als überheblich. Haben Sie das wirklich nötig? Ja, das sind meine 5 Tipps, wie Sie Protzereien Paroli bieten können, wie Sie Angeber stoppen oder auflaufen lassen können, und ich wiederhole sie gern nochmal. Erstens, fühlen Sie der Angeberei auf den Zahn. Fragen Sie genauer nach. Zweitens, schweigen Sie. Lassen Sie das einfach an sich abprallen, was da gerade Ihnen vorgeführt wird. Das dritte ist, lenken Sie ab. Das vierte ist, reagieren Sie ironisch. Und das fünfte ist, haben Sie Verständnis. Ich hoffe, Sie sind jetzt gegen nervige Angeberei gewappnet. Wenn Sie sich gerne noch weiter damit beschäftigen möchten, was man wirklich weitergeben sollte, was schon Angeberei ist oder wie man auch anderen Wertschätzung geben kann, dann habe ich das passende Buch für Sie. Angeben hat ja im weitesten Sinne auch mit dem Wunsch nach Wertschätzung zu tun. Und zum Thema Wertschätzung habe ich ein ganzes Buch geschrieben, nämlich Die Kraft der Wertschätzung, sich selbst und anderen positiv begegnen. Das bekommen Sie in jeder Buchhandlung. Das ist bei DTV erschienen. Dann gibt es auch noch, weil Angeben ja auch mit Selbstbewusstsein zu tun hat und bestimmten Menschen Paroli zu bieten, auch mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Deshalb empfehle ich Ihnen auch noch meinen Videokurs Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Der ist allerdings nur für Frauen. Und Sie finden alle Informationen dazu auf meiner Website www.vlodarek.de unter Angebote. Da gibt es einen kostenlosen Schnupperkurs. Und auch das alles, was den Inhalt betrifft, können Sie sich da angucken. Kostenlos ist natürlich auch ein Abonnement. Ich freue mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann bekommen Sie jeden Samstag ein neues Video zu einem interessanten Thema, das uns alle beschäftigt im Alltag. Dann freue ich mich natürlich über einen Daumen.
dass Ihnen das Video gefallen hat und Ihre Kommentare, denn die sind auch immer sehr aufschlussreich. Dann erfahren wir alle, was Sie zu dem Thema für eine Erfahrung gemacht haben und was Sie eben dazu bewegt. Aber nun wünsche ich Ihnen wirklich, dass Ihnen möglichst wenige Angeber begegnen. Denn es ist ja einfach schöner, wenn Menschen selbstsicher sich äußern und es nicht nötig haben, so Schaum zu schlagen. Alles Gute!